Starke Einschränkungen des Bahnverkehrs am Mittwochabend aufgrund mehrerer Brände. Gegen 20.45 Uhr hatte es am Bahnhof Altona an einer Bahnschwelle einen Kleinbrand gegeben. Im Zuge der Löscharbeiten musste laut Feuerwehr der Strom im Gleisbereich abgestellt und der Bahnverkehr angehalten werden. Auf den Linien S11, S21, S31 und S2 kam es dadurch laut S-Bahn Hamburg zu Verspätungen und Ausfällen. Das Feuer konnte rund eine halbe Stunde später gelöscht und der Fahrbetrieb wieder aufgenommen werden. Fast zeitgleich hatte es an der U2-Haltestelle Niendorf-Nord ein Feuer an einem Elektrokasten gegeben. Auch hier musste für die Rettungskräfte der Strom abgestellt werden. Zwischen Niendorf-Nord und Niendorf-Markt gab es dadurch laut Hochbahn bis etwa 22.20 Uhr keinen Fahrbetrieb.